Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Conan Exiles. Ja, ich bin zurück in der Base und ich habe... Wo ist sie? Hallo? Mein... Das sind ja die beiden Companions, die wir schon hatten. Jenna. Level 20. Gesegnete Wüstenwanderin, aber leider kurzsichtig. Dann haben wir Lauren. Vorhut, Drückeberger mit der Macht des Giganten. Und jetzt haben wir Jasmin. Sie ist noch nicht Level 20. Sie ist ein Tausendsasser und Kannibale bisher. Ja, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir noch ein paar von den Schieferrücken besorgt. Insgesamt 10 Stück. 5 sind fertig. Hab die wieder alle in den Skin gepackt. Ein bisschen verteilt. Sie sind leider wieder keine mächtigen dabei. Ich habe noch 5 drin. Ich habe den unten extra Fischfallen aufgestellt, weil ich gelesen habe, exotische Schalentier hat die höchste Chance, glaube mit 14% von dem, was man nicht kochen muss. Ich habe auch schon das totemische Futter hergestellt, um ihnen dann wieder diesen Skin verpassen zu können. Ja, dann war ich mit ihr ja leveln und ich habe da mal festgestellt, man kann die Hyänen auch abbauen. Bekommt Schwefel, jede Menge Knochen und Dämonenblut. Upsi. Das ist halt noch das, was ich Holz, die Bäume, die ich gefarmt habe. Ach, ich habe hier noch einen Schieferrücken. Und Stahlbarren, die Schädel, das gab es unten aus diesem kleinen Untotendorf. So, dann stellen wir den auch noch hin. Wird langsam voll hier. Mit Schieferrücken, aber irgendwie mag ich die Kerle. Vor allem mit dem Skin gefallen sie mir. Ich finde den Skin ziemlich cool. Auch wenn es alles normale sind. Ja, was habe ich heute vor? Ich möchte gerne heute Richtung, ja, dem dritten Boss, wenn man so will, laufen. Hier oben. Barrow King und hier müsste, glaube ich, ein Obelisk sein. Dass wir halt nachher hier hochrennen am Rand der Wüste und dann mal in die Richtung und den Boss machen. Aber vorher muss ich natürlich noch ausladen. Aber ich wollte euch ganz gerne zeigen, was ich alles da so bekommen habe. Schmeißen wir hier schon mal, keine Ahnung, die Knochen mit rein. Weil Knochenmehl habe ich mittlerweile auch eine ganze Kiste. Ich glaube, Knochen brauche ich auch keine mehr zu sammeln. Schwefel ist ganz okay, weil der geht langsam zu Ende. Und dann brauche ich nicht extra in die Schwefelhöhle. So. Dann ein wenig von dem Holz. Ist hier noch Holz drin? Ja, dann schmeißen wir es erstmal in die Holzkiste. So, kriegen wir langsam mal wieder ein bisschen Holz. Kann ich vielleicht irgendwann auch mal wieder was bauen. So. Kristalle habe ich hier in meine Geldkassette, genauso wie Glas. Düpp, düpp, düpp. So. Geld habe ich keins bekommen. Ein paar Stahlbarren von den Untoten. Eisenbarren. Da tue die Stöcke mit dabei, egal. Die verwitterten Schädel können wir malen. Nein, 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 nein. Nicht die Magierschädel. Oh, die will ich verkaufen. Habe ich ihm vergessen abzugeben. Komm her, dann tun wir. Oh, hier habe ich auch schon so viele Stöcke drin. Ich weiß noch nicht, wohin mit dem Dämonenblut. Ich glaube, eins müssen wir, soweit ich weiß, mit zu dem Boss nehmen. Tue ich
hier noch Dämonenblut mit bei. Ich ein bisschen was hier rein. Da brauche ich ja schon mehr als eine Kiste für. Ich müsste vielleicht mal größere Kisten bauen. Habe ich irgendwo noch eine leere Kiste? Ja. Komm schon, wir haben doch bestimmt irgendwo noch eine leere. Die ist leer. Dann schmeißen wir da das Dämonenblut erstmal rein. Ich glaube, da haben wir auch dann für alle Ewigkeit genug. Aber, naja. Die mal raus. So, dann haben wir hier noch Leuchtenessenz. Wo hatte ich... Da. Ich schmeiß die Seiten auch erstmal mit da rein. Ich glaube, die braucht man für magische Sprüche. Ich weiß es nicht. Mit Magie haben wir uns ja noch gar nicht beschäftigt. Was einem immer nur zeigt, wie viel wir noch zu tun haben. Die Elfenbeinpfeile. Mal gucken, wo wir die hin tun. Die Kügelchen kommen gleich weg. Dann können wir das nochmal öffnen. Federn und Knochen. So, jetzt habe ich noch Steine. Ah ja, und ein paar solcher Feuer habe ich mal aufgestellt. Es ist zwar nicht lange dunkel bei uns, aber die paar Minuten, wo es dunkel war, war es zwischenzeitlich echt nervig. Federn. Da rein und die Pfeile auch. Knochen. Oh, jetzt muss ich wieder überlegen. Ich hatte irgendwo schon eine Knochenkiste. Hier ist mittlerweile nur Knochenmehl drin. Also. Wo? Da. So, dann haben wir hier noch das. Und dann da noch die Steine mit bei. Und dann tun wir die Schädel hier rein. 55 habe ich davon jetzt auch wieder. Was sind Stahlpfeile? Ich dachte, das wären Eisenpfeile. Entschuldigung. So, dann habe ich mir gerade noch einen Speer hergestellt. Ich wollte ganz gerne eine Pike, vielmehr. Habe ich da noch ein Verbesserungsset? Haben wir noch? Mehr kann ich mir davon... Ich überlege gerade das legendäre Waffenkit, was wir mal gefunden haben. Ich glaube, wir nehmen das mal mit. Nur zur Sicherheit. So, dann... Das lassen wir hier. Das brauchen wir nicht. Einmal das Kit nehmen wir mit. Ich habe 46 Essen. Da stecken wir gleich noch was ein. Ups. Das Messerchen lassen wir auch hier. Heiltränk haben wir genug. Eine Fackel. Den Hammer, den könnten wir eigentlich auch hier lassen. Wo schmeiße ich den denn rein? Dass ich den auch wiederfinde. Mal hier rein. Pfeile habe ich auch mehr als genug, ne? Ich glaube, den angefangenen Stack lasse ich hier. Hier ist kein Platz mehr drin. Toll. Tun wir die Fahrer. So, so. Den da hoch. Und die Stöckchen auch noch da rein. Er ist schon fast Micromanagement hier. So, hast du Essen? Noch 11 Stück, du brauchst also auch Essen. Warte mal, du hast kein verbessertes Schwert. Da habe ich auch keine mehr von. Sie hat mein altes. Gib mir mal dein Schwert. Gib mir dein Schwert, du kriegst das Verbesserte. Und du nimmst das Normale. So. Essen. Hab ich noch was im Feuer liegen? Nein. Vorsicht, Ladies.
Mal so. Ich müsste vielleicht auch mal Verbände herstellen, um sie zu heilen gegebenenfalls. Die brauchen noch ein bisschen. Kann ich das hier reinlegen? Ja, kann ich. Sehr gut. Ach ja, hier ist mein, sind meine beiden Pferdchen. Die habe ich schwarz gemacht. Hier über dieses verdorbene Futter wieder. Weiß ich, wo sie jetzt sind. Hier. Irgendeins davon war es. Nashorn wieder da. Ja, dann würde ich sagen, sie ist mit dabei. Ich denke, vom Level her sollten wir da zurechtkommen. Bogen auf 4. Ich möchte die Peak hier mal ausprobieren. Attribute, ja, sind wir durch. Können wir nichts mehr steigern. Dann machen wir uns auf den Weg. Und ich versuche, getreu meinem Motto, keinen Blödsinn zu machen. So, wie gehen wir am besten? Außen um die Stadt rum bis hierhin. Ja, würde ich sagen. Und wir gehen außen rum. Ich gehe nicht wieder mitten rein. Keine Bange. Wie sieht denn eigentlich unser Speer aus? Unsere Pike. Ziemlich cool. Okay. Gut aussehen tut sie. Wir werden jetzt auch nichts farmen, nichts mitnehmen. Wir wollen einfach nur da hoch und den guten Herrn klatschen. Soweit ich weiß, ist es wie gesagt, nur der, wie bei der Hexenkönigin, Königin, nur der Gegner. Und ja, ich habe mir halt versucht im Internet eine Liste zu suchen. Wer, wie, was, in welcher Reihenfolge, aber so ganz eindeutig ist das nicht, glaube ich. Es gibt auch irgendwie nur eine englischsprachige Reihe, der überhaupt mal versucht, die ganzen Bosse in eine Reihenfolge zu setzen. Wenn man auf irgendwelche Internetseiten geht, ja, die zeigen mir dann ziemlich kleinen Höhlen an. Ja, die sehe ich jetzt nicht als Dungeons. Also, die degenerierten Höhle oder so, das ist für mich kein Dungeon. Das ist eine Schlange, ne? Aber was ist das da? Jetzt bin ich schon wieder neugierig. Das ist auch eine Schlange. Okay, vielleicht kann ich die ja mit dem Bogen. Vielleicht treffe ich die ja mal. Alter. Dass man nicht zielen kann in Conan ist so komisch. Aber man muss ahnen, wo der Gegner anhält. Quasi wo er sein wird. Ja. Ich will da hinten hin, aber ich weiß nicht so recht. Ah, jetzt habe ich Akku. Jetzt treffe ich auch. Ach nee, komm. Nee, nee, das tut mir leid. Ich lasse mich schon wieder. Oh, wer ist er? Ich lasse mich schon wieder von allem ablenken. Hier ist bestimmt auch niemand, dem ich begegnen möchte. Zumindest nicht jetzt. Obwohl das da oben sehr interessant aussieht. Ah, wir haben noch so viel zu entdecken. Moment. Nochmal so. Dann so. Ich versuche mal, möglichst allem aus dem Weg zu gehen, dass wir vielleicht in dieser Folge direkt den
Barrow King auch machen können. Also beeilen wir uns ein bisschen. Und wenn wir da gut durchkommen, können wir auf dem Rückweg noch erkunden. Müssen wir nicht immer am Hinweg machen. Muss mir nur die Sachen merken. Ein Riesenskorpion. Okay. Aber ich habe nichts, um Vergiftungen zu heilen. Ich gehe davon aus, dass der uns vergiftet. Warum lädt das jetzt so? Überall Skorpione. Eklig. Eklig. In die Richtung, die ich gucke, müssen wir. Da hinten irgendwo hin. Runter oder oben lang? Gehen wir einfach mal hier lang. Was ist das? Ah. Nichts, was uns interessiert. Ich glaube, manche von den Viechern buddeln sich auch ein, von den Skorpionen und so, ne? War das nicht so? Ist quasi wie im Grounded, im Sandkasten. Nur mit einer anderen Grafik. Ich höre Kriegstrommeln. Wir haben von irgendwas Aggro. Gibt's hier was zum Anklicken? Zum Ansehen, zum Aufheben, zum Entdecken? Nö. Ich glaube, Jasmin ist im Kampf. Ah ja. Nicht aufregen. Jetzt stehen überall diese Steinviecher rum. Die nerven. Die sind einfach zu tanky. Es dauert immer zu lange, die wegzumachen. Also dafür, dass man sie nicht haben will, halt. Ist da habe ich gerade. Was? Hier ist aber kein schöner Ort zum Sein. Schlangen, Skorpione. Ruinen von Alt-Nepto. Okay, bei sowas stelle ich mir jetzt wieder die Frage. Wo ist Neu-Nepto? Oder überhaupt Nepto? Der Skorpion kämpft gegen die Schlange. Nein. Können wir vielleicht vorbei. Zwischendurch mal ein bisschen die Architektur hier bewundern. Ah, da hinten kommen wir aus der Wüste raus. Sehr schön, sehr schön. Vielleicht finden wir hier auch schon mal ein Plätzchen, wo wir später mal unsere kleine Base hinbauen für die Tagesausflüge. Aber am besten wäre natürlich in der Nähe von einem Obelisken, ne? Und ich wollte ja noch weiter hoch. Gut, wir müssen auf jeden Fall hart links. Noch so viel Eisen. Wow. Aber Eisen haben wir im Moment genug. Ist zwar alles durchgeschmolzen, aber ich weiß nicht, wie viel tausend Eisen wir gerade haben. Der Handelsweg. Ich müsste mal wieder die Stahlproduktion anschmeißen. Ein Bär. Sieht jemand ein Bärenjunges? Da hätte ich ja nun schon wieder Interesse dran. Da würde ich auch nicht nein sagen.
Da hinten sind, glaube ich, Wildschweine irgendwo. Jo. Geben die nicht Schweinefleisch? Kann sein. Vielleicht kommen wir am Rückweg nochmal an Schweinen vorbei. Boah, ist hier Eisen. Moment, wir müssen jetzt immer nochmal einfach weiter in die Richtung, die wir gucken. Ich guck nur mal zwischendurch, ob wir nicht noch irgendwo ein Bärenjunges sehen. Aber wahrscheinlich werde ich der Einzige sein, der es nicht sieht. Aufpassen wegen den Nordheimern. Was ist das? Keine Ahnung. War bestimmt so ein Hirschtier. Ja. Eine Hirschkuh. Flussende. Eine... Okay. Jasmin? Wir haben einen Job to do. Ich verstehe gerade wieder nicht, wo meine Begleiterin ist. Sie ist auf jeden Fall nicht hier. Oh, ist sie schon wieder verbuggt? Was ist das denn? Das kann doch nicht wahr sein. Die ist schon wieder verbuggt. Die wird jetzt wieder nichts mehr machen. Ach Mann, das nervt. Ja, ich brauche sie gleich beim Boss. Sie muss tanken. Jetzt mal den Speer aus. Ja, muss ich. Keine Ahnung. Aber erstmal hole ich mir das Jungtier. Ja, ich habe dein Jungtier. Ich verstehe das nicht. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Das Einzige, was ich geändert habe, ich habe über den über die nein. Wie heißt die Mod denn jetzt noch? Den, mit dem ich die Outfits ändern kann, den Skin. Da habe ich die Helme für die Begleiter ausgeschaltet. Das ist das Einzige, was ich geändert habe. Cool, wie sie den Speer so nimmt. Ich lasse mich nicht ablenken, keine Sorge. Wie kriege ich das denn jetzt gefixt auf die Schnelle? Ja, toll, wenn ich jetzt... Das ist auch so blöd. Moment. Kannst du den Speer bitte nochmal runternehmen? Oh, Leute, das nervt jetzt gerade. Jetzt steht sie da im Hintergrund. Kannst du mal weggehen? Ja.
Wenn ich jetzt neu starte und ich habe beim Boss wieder das gleiche Problem. Also wir rennen jetzt gleich zum Boss. Nachdem ich endlich meinen Screenshot machen durfte. Kannst du bitte nach vorne gucken? Danke. Gefällt mir. So. Wir rennen jetzt Richtung Boss. Muss ich nur Z drücken? Ne, Alt Z. Dann werde ich einmal das Spiel neu starten. In der Hoffnung, ja, dann funktioniert es wieder. Aber die Frage ist halt, wie lange. Dass wir den Boss machen können. Hallo. Hier, mein Kleiner. Jetzt haben wir vier, ne? Bären geben Wildfleisch. Okay. Dass wir den Boss machen können und dann muss ich nochmal bei diesem Fashionist, so heißt die Mod, das nochmal mit den Helmen ausschalten. Moment, ich guck in die völlig falsche Richtung. Da muss ich lang, okay. Orientierungssinn über 5000 mal wieder. In der Hoffnung, dass es dann wieder funktioniert. Es ist auch beim Leveln, ist es auch passiert. Da lief es ja eigentlich auch die ganze Zeit so hinter mir her. Ich überlege nur gerade, ob ich das Problem... was mache ich denn da? Das Problem davor bei Lauren auch schon hatte. Guck auf die Map, Jubo. Zeig mal, was du zu bieten hast. Fell und ordentliches Fleisch. Finde ich gut. Was ist das da? Wollen wir eben gucken, ob wir da was entdecken. Ist immer ganz schön, wenn man so einen Marker auf der Map hat. Königsnische. Okay. Ja, das ist schon wieder anstrengend. Ja, im Zweifelsfall, weiß ich auch nicht. Nehmen wir Jetta wieder mit? Ganz schön viel Durst. Noch mehr Eisen. Ach, keine Ahnung. Wir sammeln jetzt keine Blümchen. Ist hier was zu entdecken? Ah! Cool, wenn man jetzt einen Begleiter hätte. Die Gegner ignorieren sie aber auch, ne? Als wenn sie gar nicht da wäre. Nee, sowas nervt. Wir nehmen jetzt mal wieder Schild und Schwert. Irgendwie ist mir die Pike so langsam. Rechts am See sollte der Obelisk sein. Oh. Habt ihr gesehen, da war ein Pferd und dann war es auf einmal weg. Komisch, komisch, komisch.
Ist das ein Nebel hier? Bisschen rechts. Ich weiß nicht genau, ob da der Obelisk ist. Ist das ein Obelisk? Da sind jetzt auf jeden Fall alles Untote. Hast du nicht gesehen? Hügel der Toten. Ja, Nomen ist Omen. Oh, cool. Cool, cool. Können wir hier einmal die Flasche auffüllen? Da sollte irgendwo nochmal hier entlang. Ich will mich schon gar nicht mit denen rumkloppen. Verwüstete Hügelgräber. Okay. Ist jetzt aber auch kein Nebel aussteigen. Da, da, da steigt der Nebel auf. Da ist der Obelisk. Sehr schön. Schon wieder Durst. Nur am Trinken, unsere Freundin hier. Ist da ein Weg rauf oder müssen wir klettern? Wir müssen klettern. Einmal anklinken und wieder runter. Bin ich jetzt auf deinem Kopf gelandet? Fände ich witzig. Hättest du zumindest irgendwas Sinnvolles gemacht. Ah, ich glaube, wir warten jetzt mal die Nacht ab. Weil ich sonst wahrscheinlich den Eingang nicht finde. Guti, ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle die Aufnahme. Morgen rennen wir dann das letzte Stück zum Boss. Dann kann ich nämlich jetzt hier auch neu starten. Ist jetzt eh dunkel. Wie im Bärenpopo. Ja, war jetzt nicht so eine aufregende Folge. Aber wir haben ein paar Bärenkinder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.